Wir haben uns das jetzt wie folgt vorgestellt. Dass wir das als Fishbowl machen. Ich weiß nicht, ob alle von euch, von Ihnen mit dem Prinzip vertraut sind. Also die Grundidee steht wie folgt, natürlich auch interpretierbar, dass erstmal die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, ein Anfangsstatement zu machen zu der Frage, welche politischen Notwendigkeiten sind also welche politischen Veränderungen, Wandel müssen diskutiert werden, müssen eingeführt werden, um die Fragen der Agrarökologie, die Prinzipien, das System der Agrarökologie weiter in den Mainstream der Landwirtschaft weltweit zu bekommen. Dazu werden die Teilnehmer jetzt erstmal oder die Podiumsdiskutanten einen kurzen Eingangsstatements bringen. Wir werden eine kurze Diskussion hier oben haben und im Anschluss sind Sie gefordert, zu der Fragestellung selber hier aufs Podium zu kommen und die Expertenrolle einzunehmen. Es gibt harte Varianten, wo dann die Podiumsteilnehmer einfach runtergeschmissen werden, nacheinander. Wir haben uns für die softe Variante entschieden, damit wirklich das ganze Portfolio noch hier oben bleibt und das ist für die freundlichere Variante. Machen wir doch gar nicht. Wir machen das gar nicht. Deswegen haben wir noch einen Platz frei. Wunderbar. Abgeschlossen. Wir möchten jetzt erstmal mit der Diskussion anfangen. Und zwar würde ich gerne mit der Frau Julia Bartal anfangen. Sie vertritt, wie ich schon gerade gesagt habe, die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, lebt in Brandenburg, hat in Brandenburg Landwirtschaft gelernt, arbeitet auf dem Kollektivhof Bienenwerder mit auf ca. 50 Hektar wird dort gearbeitet, 20 Personen arbeiten da und sie vertritt gleichzeitig noch das Ernährungssouveränitätsprojekt for Syria and its people, 15th Garden, womit sie sozusagen den Link zwischen Brandenburg, Deutschland und Syrien beziehungsweise am internationalen Kontext herstellen kann. Ich bitte Sie kurz, 5 Minuten. Ich versuch's. Die große Kernfrage, was ist denn Agrarökologie? Also die stellt sich für mich als Landwirtin oder für uns auch als landwirtschaftlicher Betrieb in Brandenburg, genauso wie in unserer Arbeit in Syrien, erstmal mit der Frage, was ist denn Landwirtschaft für uns? Für mich ist Landwirtschaft was sehr Regionales, was sehr Individuelles an dem jeweiligen Ort und steht in dem Kontext von sehr vielen anderen Dingen. Landwirtschaft ist gelebte Kultur. Landwirtschaft findet statt in dem Kontext von sozialen Strukturen. Landwirtschaft muss die Frage stellen nach Geschlechterrollen. Ich als Frau sitze jetzt als Landwirtin hier. Ich sehe auch bei dieser Konferenz fast nur Männer, die Vorträge halten. Die Landwirtschaft ist weltweit, wird umgesetzt, das sind Zahlen, wird die Arbeit vor allem von 70%, glaube ich, von Frauen gemacht. Der Besitz in der Landwirtschaft ist bei weit über 10%, unter 10% in Händen von Frauen. Es sind menschenrechtliche Fragen, in denen die Landwirtschaft sich abspielt. Und es sind ganz pragmatische Fragen. Wie düngen wir? Welche Technik benutzen wir? Wie arbeiten wir auf dem Acker? Ich habe immer noch den Mist an den Schuhen. Also wir haben einen ganz praktischen Alltag. Wir haben ganz praktische Probleme zu lösen. Die Agrarökologie bedeutet für uns, diese praktischen Probleme tagtäglich umzusetzen und auch die Techniken zu entwickeln und uns überhaupt wieder zurückzuerobern. Wenn ich nachhaltige Landwirtschaft machen will, aber Techniken benutzen muss, die von der Agrarindustrie entwickelt werden, nach ihrem eigenen Vorbild, nämlich nach einem agrarindustriellen Vorbild, dann kann ich damit nicht unbedingt die Landwirtschaft machen, die ich in einem agrarökologischen Kontext und vor allem in der Individualität des Ortes und der ganzen gestellten Fragen machen möchte und muss. Dafür habe ich viele Beispiele. Wir haben jetzt ganz viel den Boden diskutiert. Unser Betrieb entscheidet sich, mit Pferden zu arbeiten. Da schreit dann natürlich die Agrarindustrie, da könnt ihr doch nicht genug Hektar schaffen und so weiter. Aber es hängen ja ganz viele andere Fragen
an der Entscheidung meiner Technik dran. Mit der Pferdearbeit schaffen wir Arbeitsplätze. Es sind mehr Menschen tätig. Ja, ich muss mehr Gehalt bezahlen. Ich muss mehr Tiere versorgen. Gleichzeitig investiere ich aber auch nicht 100.000 Euro in einen Schlepper. Das heißt, das investiere ich in Menschen rein. Ich erhalte meine Gesundheit. Ich laufe, ich bewege mich. Ich habe jahrelang auf großen Betrieben gearbeitet. Ich weiß, wie ich mich fühle nach 12 Stunden geradeaus fahren mit einem GPS-Gerät im Trecker. Und das sind Kosten, die Gesellschaft außenrum tragen muss, wenn ich daran zugrunde gehe. Es ist der Umgang mit den Tieren. Es kann nur eine vielfältige lokale Landwirtschaft sein. Und eine Düngung mit einem geschlossenen Kreislauf. Könnten wir uns wahrscheinlich stundenlang rumdiskutieren, aber ich weiß, dass der Sandboden in Brandenburg, auf dem ich lebe, seine Wasserhaltefähigkeit, seine Nährstoffhaltefähigkeit und so weiter verliert, wenn ich mit massiven Düngemitteleinsätzen dort arbeite. Es stellen sich die politischen Fragen. Agrarökologie bedeutet für mich als Landwirtin, die in der Lage zu sein, auch an politischen Kämpfen teilzunehmen. Das kann ich nicht, wenn ich in einem kleinen Familienbetrieb oder als Angestellte in einem Großbetrieb arbeite, nie den Zugang habe zur Stadt, nie den Zugang habe, nicht die Zeit habe zu lesen, mich zu bilden oder zu reisen. Das heißt, wir haben auch ganz pragmatische Gründe, warum wir als Kollektiv arbeiten bei unserem Betrieb. Wir arbeiten als Kollektiv, damit wir uns abwechseln können in diesen Aufgaben. Landwirtschaft braucht uns 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ich habe gerade erst vor 2 Tagen eine Problemgeburt von einem Kalb begleitet. Da fragt keiner danach, wann die Arbeit zu Ende ist oder ob ich hier einen Termin habe. Das muss gemacht werden. Das heißt, nur wenn wir andere soziale Strukturen auf unseren Höfen schaffen, können wir das auch umsetzen. Und ist es möglich, dass ich heute hier sitze und mit euch diskutiere? Ist es möglich, dass ich in 2 Wochen an die syrische Grenze fahre und als Landwirtin dort mich mit Landwirten treffe, um ihre ganz praktischen Antworten und Probleme und Fragen zu erörtern und zu bearbeiten und mit ihnen gemeinsam Ernährungssicherheit verteidige und Ernährungssouveränität vor allem verteidige und erhalte, selbst in Kriegszeiten in Syrien. Und ich glaube auch, dass die relevante Frage ist dabei, dass ich das als Landwirtin mache. Wir haben viel zu viele Vertreter, die, ob es jetzt nun in der Entwicklung, in der wissenschaftlichen Entwicklung ist oder in der politischen Vertretung, in den Entwicklungshilfeorganisationen, in den politischen Gremien und so weiter, die in unserem Namen unsere Zukunft diskutieren, aber gar nicht wissen, was unsere Arbeit eigentlich ausmacht, was die Probleme eigentlich sind. Das müssen und können nur wir selber als Landwirtin. Und eigentlich können die großen Organisationen nur als Dienstleister für uns zur Verfügung stehen, um das zu entwickeln, was wir brauchen, um die Ernährungssouveränität der Bevölkerung zu sichern. Und ich würde gerne einen Punkt noch sagen, es ist eigentlich ein bekannter Punkt, weil Ernährungssicherheit war auch bei Ihnen ganz oben an. Natürlich, wir müssen alle essen. Aber ich stelle schon die Frage, wenn 2013 doppelt so viel Nahrung produziert wurde, wie wir für die jetzt existierende Weltbevölkerung brauchen, warum wir dann immer von Intensivierung sprechen und warum wir nicht die eigentlich relevanten Fragen nach einer umweltschonenden, die Menschenrechte beachtende Landwirtschaft, die sozialen und die arbeitsrechtlichen Fragen, warum wir nicht in die Richtung diskutieren und die Zeit nehmen, nicht immer über Intensivierung zu reden, sondern darüber zu reden, wie ich nachhaltig, gesundheitsschonend als Frau mit den körperlichen Kräften, die ich habe, ein gutes und modernes Gerät entwickeln kann, womit ich auf dem Acker mit meinem Pferd die Lebensmittel für Berlin produzieren kann. Herzlichen Dank für den einerseits praktischen und kämpferischen Beitrag. Sie haben gerade angesprochen, dass die großen Organisationen sozusagen einen Beitrag leisten sollen, beziehungsweise sie Landwirte unterstützen sollen in dem, was sie brauchen und sozusagen erforschen sollten, wie sie unterstützt werden. Ich wollte jetzt zu Herrn Krall übergehen. Und zwar arbeiten Sie ja für eine der großen Organisationen. Dr. Krall hat in Hamburg Biologie studiert, in Berlin an der Humboldt-Uni in Landwirtschaft promoviert und ist seit 1981 bei der GIZ tätig, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie können ja gleich noch mehr dazu sagen, wenn Sie wollen. Erstaunlich, also da war ich gerade mal 9 Jahre alt, als Sie da angefangen haben. Also und Sie... Spannend. Sie sind eben, wie gesagt, seit 1981 bei der GIZ, haben in der Zeit Projekte in Westafrika, im Togo und Benin gemacht und sich in dem Zusammenhang mit Pflanzen und Nachernte
Schutzprojekten beschäftigt. Herr Krall arbeitet als Leiter des Kompetenzzentrums der GIZ zur Agrarproduktion und Ressourcennutzung. Und wir freuen uns, dass Sie jetzt vielleicht sogar Bezug nehmen zu Frau Bartal. Ja, danke schön für die Einführung. Ja, ich bin auch immer erstaunt, wie lange ich schon dabei bin, aber es ist so, lässt sich nicht ändern. Man wird eben auch älter. Ich meine, dass Sie erst 9 Jahre alt waren, das liegt einfach daran, dass Sie jünger sind als ich. Das ist ganz trivial. Wow. Versuch einer Überleitung ist genau. Nicht so mit Glück, okay. Okay. Ja, weil jetzt hier die Frage kam, was ist GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, vor 3 Jahren hieß sie noch Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ist eine sogenannte Vorfeldorganisation des BMZ, also des Entwicklungshilfeministeriums, mal einfach gesagt. Und wir setzen Projekte um für das Ministerium, das heißt 75% unserer Aufgaben machen wir für das Ministerium und deswegen können wir auch nicht so unabhängig davon handeln. Und da komme ich gleich noch drauf. Aber ich möchte vorweg eine Sache sagen, weil mir das am Herzen liegt. Und zwar zu dem Eingangsstatement von Frau Unmüßig. Die German Food Partnership, das ist zum Feindbild Nummer 1 der NGOs geworden offensichtlich. Und da darf eine Sache einfach nicht stehen bleiben, Frau Unmüßig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Industrie bekommt kein Geld aus dieser Initiative. Kein Geld. Alles andere ist eine falsche Information, das sollten alle hier mitnehmen. Es werden gemeinsame Projekte gemacht, dafür stellt das BMZ Geld zur Verfügung für die Partner, das ist ja, sind ja keine Projekte von Bayer Crop Science, sondern das sind Projekte Indonesien und anderen Ländern, Burkina Faso glaube ich noch, zum Beispiel im Reissektor, wo auch eben lokale Partner eingebunden sind. Und dafür stellt das BMZ Geld zur Verfügung. Das sind vernünftige Projekte. Sie können sich auf der Webseite darüber informieren. Und die Industrie aus Deutschland arbeitet daran mit und bringt eigene Mittel ein. Die kriegen da keinen Cent raus. Also diese Information darf einfach hier nicht stehen bleiben. Gut, okay. Das ist halt jetzt. Ja, aber Sie haben gesagt, es geht nicht an, dass das BMZ Geld für die Industrie zur Verfügung stellt. Das stimmt so nicht. Aber hier sitzt ein kompetenter Kollege von mir, der Herr Fleischer, der kann dazu Auskunft geben, aber es darf einfach so nicht stehen bleiben. Das stimmt nicht und ich finde es auch nicht so gut, dass die NGOs sich jetzt auf diese eine Sache so einschießen. Wir machen so viel andere Dinge, würde ich drum bitten. Gut, okay. Aber jetzt nochmal zu dem, was wir machen, also Agrarökologie. Wir sind eben, wie gesagt, eine Vorfeldorganisation und ich verweise als erstes darauf, dass es ein sogenanntes Landwirtschaftskonzept des BMZ gibt, Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Dieses Konzept, die Frau Wiggertal weiß das auch, ist unter Beteiligung auch vieler NGOs oder NROs zustande gekommen. Das ist ein gemeinsames Konzept und dieses Konzept hat sich einer nachhaltigen, ökologisch orientierten, ressourcensparenden Landwirtschaft verschrieben. Und in diesem Konzept steht drinnen, dass dieses Konzept bindend ist für alle Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, die vom BMZ Geld erhalten, also auch für uns. Das heißt, wir sind einer ökologisch orientierten, nachhaltigen, ressourcenschonenden Landwirtschaft verbunden und wir führen solche Projekte für das BMZ durch, weltweit. Und insofern, wenn ich mir das Konzept Agrarökologie anschaue, ich habe heute auf dem Weg hier, gestern auf dem Weg hierher nochmal das Papier von Olivier Deschutes durchgelesen, von 2010, ich kannte es schon, aber habe es nochmal gelesen. Agrarökologie ist ein extrem weiter Begriff, Sie haben das ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich ist ein wissenschaftlicher Begriff Agrarökologie, aber das Konzept ist sehr weit gefasst und der Olivier Deschutes schreibt selber, das beinhaltet auch den Einsatz von Dünger, von Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Das heißt, das ist gar nicht so eng gefasst, dieses Konzept, deswegen kann ich damit auch nur bedingt was anfangen und würde eher sagen, der Begriff nachhaltige Landwirtschaft, das ist der, den wir praktizieren, also ökonomisch, ökologisch, sozial, relevant und auch politische Teilhabe, das sagen wir jetzt immer dazu, das gehört auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Diesen Begriff fühlen wir uns verpflichtet und Projekte diesbezüglich führen wir weltweit durch. Aber vielleicht sollte man eines sagen, unsere Zielgruppen sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich von manchen Nichtregierungsorganisationen. Wir wollen letztendlich Regionen oder Länder darin unterstützen, eine wirtschaftliche Entwicklung zu machen in diesem Sektor. Und insofern müssen wir auch immer sehen, dass wir mit der Förderung der Landwirtschaft auch Wirtschaft fördern. Dazu muss der politische Wille in den Ländern da sein. Wir haben den Willen. Und dann beinhaltet das natürlich eine Bandbreite von Projekten. Das sind dann eben nicht nur Projekte der ökologischen Landwirtschaft mit Kleinbauern, die Subsistenzlandwirtschaft betreiben, sondern es sind, ich habe mir mal so ein paar hier aufgeschrieben,
Wir fördern dann auch zum Beispiel Cashcrops für den Export, Kakao, Cashew, aber auch Biozertifizierung in Ländern, wo wir Kleinbauern darin unterstützen, eben ökologische Sachen zu produzieren und dann damit höhere Erträge, also finanzielle Erträge zu erwirtschaften. Wir machen aber auch Wasser- und bodenkonservierende Maßnahmen in Mali, Äthiopien, Ägypten. Wir fördern sehr viel auch Wertschöpfungsketten. Im Reis, in Burkina, Côte d'Ivoire, im Mais, Ghana, Früchte, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern. Auch Tierhaltung steht bei uns auf dem Programm, Côte d'Ivoire, Kleintierförderung, Mali, Sambia, Tansania. Nachernteschutz machen wir. Wir machen Förderung von landwirtschaftlichen Verbänden, damit auch Frauenförderung. Da muss ich auch noch eine Information loswerden. Ich habe gerade einen Vortrag gehört über das Aufräumen mit Mythen. Und da war der Mythos, dass 70% derjenigen, die in der Landwirtschaft tätig sind, Frauen sind. Das hieß, das stimmt nicht, das lässt sich empirisch nicht belegen. Das sind wahrscheinlich genau 50%. Und vielleicht noch eine Sache, Agroforst. Entschuldigung, aber weil Frauen oft genug als nicht registrierte Arbeiterinnen in Familienkontexten ausgebeutet werden. Also. Gut, last but not least, auch Agroforst machen wir zum Beispiel in Paraguay. Das heißt, ich glaube, dass das, was wir im Auftrag des BMZ unterstützen, nachhaltige Landwirtschaft in den verschiedensten Gebieten, dem agrarökologischen Konzept entspricht. Also ich halte das nicht widersprüchlich. Aber man muss eines sagen, das, was wir machen, ist immer eine Förderung von Dingen, die Partnerregierungen wollen. Und die Partnerregierungen müssen dieses auch wollen. Gut, wir können das anbieten, und wenn die aber andere Konzepte der Landwirtschaft haben, müssen wir das akzeptieren. Gut, vielleicht können wir darüber nochmal diskutieren später, letztendlich welche politischen, und das ist ja auch das Ziel dieser Diskussion, wie wir sowas sozusagen mit vorantreiben können. Ich würde jetzt gerne nochmal weitergehen im Panel zu Birgit Wilhelm. Sie ist gelernte Gemüsebäuerin und studierte Landwirtin. Birgit Wilhelm hat jahrelang beim Verband für ökologischen Landbau Naturland e.V. in der Abteilung für internationale Projekte gearbeitet, und bevor sie beim WWF angeheuert hat, das ist vor gute 5 Jahren, ach nee, mir kommt das schon vor wie 10, also vor 3 Jahren, hat sie in Witzenhausen zu konservierender Bodenbearbeitung im Ökolandbau promoviert, und sie analysierte in dem Zusammenhang Farnstechniken auf ihre Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit. Also ein Thema, was wir heute schon intensiv besprochen und gehört haben. Und beim WWF ist sie für einerseits Eiweißfuttermittel zuständig, für nachhaltige Eiweißfuttermittel eben aber auch besonders Fragen des Bodenschutzes. Bitte. Okay, vielen Dank, Matthias. Ja, einerseits muss ich sagen, ich bin heute auch schon ein bisschen erschlagen von den ganzen Informationen, auch heute Vormittag zur Agrarökologie und zu dieser Frage, vergessen oder verdrängt. Und wenn ich da so von meinen Erfahrungen in Bezug auf Agrarökologie, auch aus meiner Zeit bei Naturland im internationalen Kontext so zurückdenke, dann fällt mir eigentlich auch was wir gerade schon gehört haben, fallen mir ein, sehr engagierte Bäuerinnen und Bauern in der ganzen Welt, die sich für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit einsetzen. Ein Beispiel, Großbetrieb, sagen wir mal, ein Teegarten in Indien, der seine gesamte Bewirtschaftung auf Bio umgestellt hat, und dann vor der Frage stand, wie kriege ich die organische Masse in den Teegarten, weil da sind ja erstmal keine Tiere in so einem Teegarten, sondern aber Arbeiter und Arbeiterinnen, und die auch in diesen Teegärten leben. Und er hat diesen Menschen jeweils eine Kuh in der Familie finanziert. Und diese Kuh, diesen Dünger, den diese Kuh produziert hat, hat er in seinem Teegarten verwendet, um wieder auf seine Teepflanzen auszubringen. Also eine Win-Win-Situation für die Menschen im Teegarten und für ihn und seine Teepflanzen. Ein Beispiel. Und wenn man ihn so fragt, was er am meisten lernen musste in seinem Teegarten, hat er gesagt, ich musste beobachten lernen und ich musste auch aushalten lernen und wissen oder lernen zu wissen, wann ich eingreife als Landwirt. Also, und das ist für mich so das System, was hinter Agrarökologie eigentlich steckt. Das Ökosystem zu erkennen und eigentlich die Vorteile des Ökosystems für uns,
für die Produktion der Nahrungsmittel auszunutzen. Und das hört sich sehr, sehr einfach an. Das ist für jede Situation unterschiedlich, erfordert aber eine sehr große Beobachtungsgabe und ist sicherlich auch arbeitsintensiv. So, das ist so ein bisschen meine Erfahrung und jetzt vielleicht gleich zu der Frage, ja, was müsste sich denn politisch oder was müsste denn passieren, dass es nicht so vergessen oder verdrängt, wie wir ja denken, ist. Also ich denke, Agrarökologie ist eigentlich, wurde ja heute auch schon gesagt, das haben Sie auch gesagt, Herr Pratt, und ich finde das auch so, das ist etwas, was auch im Konventionellen, also das ist ein Bestandteil der Landwirtschaft, der gehört dazu. Ohne Agrarökologie gibt es keine Landwirtschaft. Und aus meiner Sicht gibt es daher keine, sage ich mal, direkten politischen Maßnahmen, die so etwas fördern können, sondern für mich ist es eher dahingegen, dass man die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Düngemitteln, für den Einsatz von Pestiziden, dass man die klar stecken muss. Ja, weil es einfach im direkten Vergleich einfach so ein großer Vorteil ist und so viel einfacher ist und dann zum großen Teil auch noch billiger, Düngemittel zu verwenden, also, und keine organische Substanz. So, das vielleicht so ganz, ganz kurz so mein Eingangsstatement. Danke. Herr Prath, ich brauche Sie nicht vorstellen mehr. Ich bitte Sie um Ihr Statement. Ich will auch das Statement jetzt, was ich eigentlich gedacht hatte, vielleicht sehr kurz machen, denn ich habe ja nun eine ganze Weile schon gesprochen. Vielleicht machen wir das so, dass ich sage, Agrarökologie, da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Wilhelm, ist Bestandteil jeder Landbewirtschaftung, muss sein, denn ich behaupte mal, jeder, der in der praktischen Landwirtschaft mal zu Hause war oder Verbindungen hat, weiß, gegen die Natur erreichen sie nichts. Das bezahlen sie ganz bitter, irgendwann auf irgendeine Art. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ihnen ist natürlich auch Ihre Art, wie Sie Ihre Fläche bewirtschaften und wie Sie davon leben können oder wollen, völlig eine individuelle Entscheidung, da werde ich nicht laut aufschreien, keine Angst. Nur muss man natürlich sagen, Ihre individuelle Entscheidung hier mag für Sie richtig sein und dann ist das auch völlig in Ordnung und okay. Die Frage aber ist, ob, das wäre eine konkrete Frage, wie Sie eigentlich Ihre Bodenfruchtbarkeit erhalten. Das würde mich dann schon mal interessieren, denn ich sage mal, vom Nichtstun können wir ernten, ohne dem Boden eben was wieder zurückzuführen, geht nicht. So. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, wie bauen wir oder wie erhalten wir im ersten Schritt überhaupt im Weltdimensionsmaßstab die Situation, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir haben schon mal 800 Millionen physisch hungernde Menschen. Was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Sagen wir einfach, ist egal. Und wir sind eine der Gunstregionen, eine der wenigen, die unter klimatischen Bedingungen, wir haben Wasser vor allen Dingen, wir haben ausreichend Wasser. Und wir sagen, wir produzieren weniger. Wir sind jetzt bei, wie ich vorhin sagte, 35 Millionen Hektar, die wir uns zukaufen. Das können wir uns auch noch lange leisten. Solange wir Autos und Maschinen in entsprechendem Umfang verkaufen können, ist das völlig egal. Kaufen wir uns einfach zu. Hilft das den Leuten in der dritten Welt, wenn wir hier unsere Produktion und unsere Situation sozusagen zurückfahren? Ist das im Sinne einer Verantwortungsethik die richtige Strategie? Da habe ich allerdings Fragezeichen. Danke, Herr Prath. Ich glaube, Julia hat, also an den Reaktionen habe ich gemerkt, dass sofort eine Reaktion drauf notwendig ist. Angesprochen. Bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei so vielen Punkten. Also ich meine, ich muss fast lachen. Okay. Hilft es den Menschen im globalen Süden, Entschuldigung, dass ich auf diesen Begriff bestehe, wenn wir pro Hektar Bewirtschaftung 200 Liter, glaube ich, Rohöl ist der Verbrauch für die Herstellung des mineralischen Düngers verbrauchen, was alle möglichen Konflikte und Kriege nach sich zieht. Und wenn ich sage, natürlich, was machen wir mit den 8 Millionen Hungernden? Aber ich habe ja gerade gesagt, 8
800 Millionen Hungernden. Was machen wir mit denen? Wir erklären uns solidarisch und führen gemeinsam mit ihnen politische Kämpfe für eine gerechtere Verteilung. Das ist das, was wir tun. Weil die Menschen hungern nicht, weil es zu wenig zu essen auf der Welt gibt, sondern die Menschen hungern, weil die Verteilung ungerecht ist. Und diese Verteilung ist ungerecht auf allen Ebenen. Die ist auf allen Ebenen ungerecht. Wir importieren massiv für unsere Massentierhaltung, für unsere intensive Tierhaltung, wo wir hier zu viel Fleisch produzieren, Futtermittel aus dem globalen Süden. Wir produzieren zu viel Dünger, den unsere Gewässer nicht mehr aufnehmen können. So lange haben wir dann auch kein Wasser mehr, weil es dann einfach so verseucht ist, dass wir es nicht mehr benutzen können. Wir exportieren subventioniert Billigfleisch auf die Märkte im globalen Süden. Also ich meine, Sie können doch nicht einfach diese Zahl 800 Millionen hungernde Leute, dann kann ich jetzt auch mit Zahlen kommen, 200.000 Tote in Syrien, diese Zahlen einfach nur als Schreckensbild aufzutun, aber nicht den Kontext zu beleuchten, in dem diese Zahlen sind. Das bringt uns nicht zu einer Lösung hin. Und was Sie ja sehr richtig gesagt haben, das, was ich tue oder was wir tun in Bienenwerder, ist nicht unbedingt das Richtige für einen anderen Ort. Das ist eben genau das Wichtige, wenn wir solidarisch miteinander agrarökologische Prinzipien entwickeln. Das ist auch das, was wir als Bewegung, zum Beispiel der GIZ, als Forderung stellen würden in ihren Projekten. Also ich kenne jetzt zufällig das, was Sie in Syrien machen, weil ich da jetzt viel bin. Und das beinhaltet eben nicht den Respekt der Individualität des Ortes oder des Kennens des Ortes und des Lösens der Probleme, die dort vor Ort sind. Also unsere Partner in Syrien bitten uns, sie zu schützen und zu verteidigen vor diesen groß angelegten Projekten, wo dann auch noch in der Kriegssituation, wo die Menschen so blank dastehen, so wenig das ankommt, was sie eigentlich brauchen, sondern im Gegenteil oft dieses Ziel, das wirtschaftlich ist, auch aus dem Interesse Deutschlands zum Beispiel, genau entgegengesetzt dem Ziel steht, was die Menschen vor Ort eigentlich wirklich brauchen. Und das heißt, wir als bäuerliche Bewegung müssen gemeinsam Strukturen aufbauen. Das heißt, nachhaltiges Saatgut, samenfestes Saatgut bringen. In eine Krisenregion, was machen wir in einer Krisenregion? Diese Krisenregion hungert, weil wegen einem Konflikt ganz plötzlich der Hahn für alles zugedreht ist. Es gibt keine Transportwege. Es gibt, selbst wenn ich mineralisch düngen möchte in Syrien, ich kann es nicht, weil es kommt kein mineralischer Dünger. Es gibt keinen Sprit, um das Wasser hochzupumpen von 300 Meter Tiefe, weil man bei den Grundwasserreserven angekommen ist, wegen den Cashcrops, die jahrzehntelang angebaut wurden. Das heißt, diese inputintensive Agrarindustrie und industrielle Struktur, die auch in Syrien schon die Norm ist seit 20, 30 Jahren, das ist ja kein Drittweltland, Entwicklungsland, wo das alles nicht passiert, sondern passiert diese inputintensive Landwirtschaft schon lange, die bricht zusammen in dem Moment, wo das eben nicht mehr alles die ganze Zeit dahin gefahren wird. Und das ist nicht im Sinne der Nahrungssicherheit und nicht im Sinne der Nahrungssouveränität. Danke. Silke, du wolltest darauf reagieren, Herr Brath als nächstes und Herr Krall. Ich wollte nochmal auf den Begriff Bodenfruchtbarkeit eingehen, also weil der auch kam und weil das, also Sie haben ja in Ihrem Vortrag sehr, sehr intensiv auch gezeigt, die Agrarforschung, Stand der Agrarforschung und Düngemittel und die Nährstoffe und ich denke, das ist Status quo, da kann man nichts dran rütteln oder das ist auch so tatsächlich, was wir heute Vormittag auch gehört haben, war, wenn Mineraldünger, und es gab dieses ganz tolle Beispiel, plus organische Substanz gedüngt wird, was für einen wahnsinnig dreifachen Effekt kann man fast sagen, also zumindest in diesem Beispiel, das wir da gesehen haben, es zeigt, und es hat in meinen Augen, dieser eine Satz hat noch gefehlt in dieser Präsentation, dass organische Masse im Boden unbedingt notwendig ist für eine Bodenfruchtbarkeit. Also, dass das einfach zusammengehört. Und dann ist es das eine. Und da kommen wir in der Diskussion, finde ich, immer wieder hin, dass wir alle über dasselbe reden, aber so von ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Blickwinkeln und dann so schwer zusammenkommen. Ja? Und die Tatsache ist ja tatsächlich, dass es Bodenerosion gibt, dass die Landwirtschaft einer der größten Problemverursacher in der Umwelt ist. Also dafür arbeite ich auch in einer Naturschutzorganisation. Und dass das die großen Herausforderungen wie Klimawandel und Bodendegradation im Moment, damit haben wir zu tun und die Landwirte spüren das als allererstes. Und vielleicht noch ein Beispiel dazu, zur Bodenfruchtbarkeit.
da sagen, wenn ich mit Landwirten diskutiere, ja, das ist das Wichtigste für uns, der Boden, das ist unser Kapital, was, wir würden doch nie etwas tun gegen den Boden. Ja? Also absolut logisch. Also wer sollte das sonst machen? Nur wenn man dann sieht, dass diese Landwirte auf ihren eigenen Flächen nach wie vor eine Fruchtfolge fahren, aber auf den Pachtflächen schauen, dass sie produzieren, was zu produzieren gibt, weil sie es auch müssen, weil der Pachtpreis so hoch ist, dass sich es überhaupt rentiert, dann stellt sich die Situation aus meiner Sicht schon anders dar und dann muss man sagen, es muss für den Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit auch bei uns in Deutschland trotz der tollen Böden noch viel, viel mehr gemacht werden. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Sie werden auch von meiner Branche niemals hören, dass man ohne organische Düngung vernünftige, optimale Erträge erzielen kann. Die richtige Kombination ist es. Also die reinen organischen haben eben das Problem, dass wir nie wissen, wann die Nährstoffe an die Pflanze kommen. Und das beim Mineraldünger haben wir natürlich die leicht löslichere Form und die effizientere Nährstoffverfügbarkeit. Das heißt, wir können gezielter eingreifen, ja. Aber das Optimal ist eindeutig die optimale Mischung aus beiden. Da ist gar keine Frage. Und natürlich ist die Bodenfruchtbarkeit auch etwas, was wir massiv im Blick behalten müssen. Die Frage ist nur, wenn ich von Deutschland rede, handelt es sich um ein Problem in Einzelfällen oder in einzelnen Regionen oder unter bestimmten Situationen oder ist es ein generelles, grundsätzliches Phänomen? Und bei Letzterem muss ich sagen, das ist es nicht in Deutschland. Ich denke mal, der VD Lufer hat die besten lückenlosesten Untersuchungsergebnisse zu Boden, Verband der landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten, die Bodenanalysen in Deutschland machen. Und eine Auswertung dieser Studien hat zum Beispiel gebracht, um das zu verkürzen, das was als ein wichtiger Indikator für die Bodenfruchtbarkeit gilt, ja immer auch der Humusgehalt. Und dass der optimale Humusgehalt zum Beispiel in Deutschland nur von 2% der Betriebe verfehlt wird. So, dann würde ich sagen, kann man nicht von einem flächendeckenden Problem der Bodenfruchtbarkeit bei uns reden. Auch Erosion und Degradation gibt es natürlich, ist aber für uns in Deutschland auch kein typisches flächendeckendes Problem. Entschuldigung, das sind Einzelfälle. Wer? Der redet ja über Wasser, schon, nicht über den Boden. Können gleich aber eine Bemerkung noch, weil das auch ein gängiges Argument ist, nämlich der hohe, in der Tat, Energieeinsatz für die Produktion mineralischer Stickstoffdünger. Nicht die anderen, ist was anderes. Stickstoffdünger, das ist richtig. Dazu aber zwei Bemerkungen, das wurde heute gesagt. Punkt eins, die Energieform ist letztlich unabhängig. Die ersten Stickstoffdünger würden über Lichtbogen Energie, also elektrische Energie produziert. Also die Energieform spielt keine Rolle. Insofern im Moment ist in der Tat auch nicht das Erdöl die Hauptenergiequelle dafür, sondern das Gas. Aber das ist ein aktueller Status. Das muss nicht für immer und ewig so sein. Früher war es mal Kohle, war mal Erdöl. Also daran sieht man schon, die Energieform ist sekundär. Aber die Energie an sich, haben Sie völlig recht. Nur, die wird ja nicht eingesetzt aus Selbstzweck. Das macht man ja nicht nur, weil man Energie verbrauchen will oder sonst irgendwelche komischen Ziele, sondern der Punkt ist ja, wenn ich eben Stickstoff mit hohem Energieeinsatz mineralisch produziere, nämlich den, auf Deutsch gesagt, die Luft zerlege, und das schaffe ich nur unter Energieeinsatz und daraus eine verfügbare, pflanzenverfügbare Stickstoffform erreiche, dann setze ich die ja ein, um pflanzengenetisch, also Ernährungsenergie, sehr viel mehr zu ernten. Und das ist in der Tat eine positive Bilanz. Wenn ich vom Einsatz, vom Aufwand der Energie bis zum produzierten Produkt, bis zur Ernte rechne, dann ist der Faktor 11 Energiegewinn, ein 11-facher Energiegewinn. Und wenn das nicht wäre, dann wird das Ganze ja keinen Sinn machen. Wer macht das denn? Wer will denn nur Energie verschwenden? Herr Prath, es ist ja, Sie atmen kaum zwischendurch, deswegen ist es schwierig, da reinzugrätschen. Bevor wir gleich nochmal wirklich intensiver die politischen Fragestellungen, also praktisch, was muss ich in der politischen Szenerie verändern, kommen und im Anschluss dann wirklich ihr und Sie als Experten euch hier vorne hinsetzen könnt, möchte ich nochmal kurz Herrn Krall mit der Betonung auf kurz das Wort geben.
Ja, nur eine kurze Information für Sie, Herr Prath. Ich war gerade beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben gerade ein Projekt aufgesetzt zur Stickstoffgewinnung mit Hilfe von Solarenergie. Also wie Sie schon sagen, das ist die Frage der Energie. Wenn ich mit regenerativer Energie die Luft zerlege und dadurch Stickstoff gewinne, dann ist es nicht mehr ganz so böse, wie wenn ich das mit Mineralöl mache. Aber was ich sagen wollte, ich habe das zur Kenntnis genommen, dass man in Syrien die Menschen vor der GIZ schützen muss. Das war mir jetzt neu, aber nehme ich gern zur Kenntnis und werde mich auch mal über dieses Kartoffelprojekt, was Sie davon, glaube ich, erwähnt haben, informieren. Ich weiß nur, dass die Menschen in Syrien auch sehr glücklich darüber waren, dass wir über Jahrzehnte die Altstadt von Aleppo wieder aufgebaut haben, die jetzt schon wieder kaputt ist. Aber was ich noch sagen wollte, vielleicht ein ganz anderer Aspekt, Individualität, Entscheidung, wer trifft welche Entscheidung. Ich war vor kurzem in Paraguay und da bin ich bei Kleinbauern gewesen. Und habe mich mit denen unterhalten, da gibt es ein Projekt bei uns, Förderung der konservierenden Bodenbearbeitung. Und und dann stellte ich fest, die verwenden im Übrigen auch gentechnisch verändertes Saatgut, auch die Kleinbauern aus eigenem Willen, nicht weil sie von der Industrie dazu gezwungen werden, die bauen das selber nach, das dürfen sie zwar nicht, tun sie aber, verwenden auch Herbizide. So. Und dann sagte der eine in einer Kooperative, ein Kleinbauer, sagte, ja, und dann waren da Leute von einer Nichtregierungsorganisation und die haben mir gesagt, dieses Herbizid, was du da anwendest, dieses Glyphosat, das ist total böse und gefährlich, das solltest du nicht tun. Und dann sagt er, dann habe ich hinterher so überlegt, dann habe ich mir überlegt, bisher, bevor ich das angewandt habe, musste ich 3-4 Mal im Jahr unter glühender Sonne mit gebeugten Rücken auf dem Acker stehen mit der Handhacke und das Unkraut raushacken. Jetzt gehe ich 1 oder 2 Mal hin, sprühe Glyphosat und das Unkraut ist weg. Und da habe ich mich gefragt, was ist für mich gesundheitsschädlicher? Und da habe ich mich entschieden, dass die Handhacke gesundheitsschädlicher ist und ich lieber das Herbizid nehme. Das ist eine individuelle Entscheidung dieses Kleinbauern. Nein, das ist aber, ich will sagen, weil Sie sagen, man entscheidet individuell, was man machen will. Ich kann diesen Kleinbauern in Paraguay nicht sagen, du darfst dieses Herbizid nicht anwenden und musst wieder in der sengenden Sonne stehen und Handhacke machen. Das kann ich nicht machen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und genauso, zweites Beispiel aus dem gleichen Kontext, wir fördern konservierende Bodenbearbeitung, aber in Paraguay ist die Politik nicht so ganz eindeutig, was sie wollen. Dort wurden auch Bauern unterstützt beim Pflügen ihrer Felder. Und zwar die lokale oder regionale Regierung oder die Autoritäten dort haben entschieden, dass sie kostenlos Pflügen zur Verfügung stellen. Kann man machen. Bei uns wird ja die Landwirtschaft auch subventioniert. Also konnten die Bauern sagen, komm übermorgen und pflüge meinen Acker. So, das konterkariert natürlich dann wieder Aktivitäten zur konservierenden Bodenbearbeitung. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen, danach haben Sie ja gefragt, die machen nicht wir. Wir können versuchen, die mit zu beeinflussen, aber die Entscheidung fällen andere. Wir können mit unseren Konzepten kommen. In Paraguay haben sie gesagt, ja, könnt ihr machen mit der konservierenden Bodenbearbeitung. Wenn das aber an anderer Stelle wieder anders entschieden wird, ist es dann natürlich auch schwierig, solche Sachen umzusetzen. Insofern, wir können auf sowas einwirken, Afrikanische Union, Kader-Programm oder so, wo wir beraten, können wir machen, aber uns sind da auch Grenzen gesetzt. Herr Krall, danke für die Überleitung, weil letztendlich haben wir heute Morgen sehr stark gehört, welche, und das hat Birgit Wilhelm jetzt gerade auch nochmal betont, welche Vorteile für Bodenfruchtbarkeit, aber eben auch für die Resistenz, für die Resilience von Agrarsystemen da ist, wenn man eben wirklich die systematische Frage, die Systemfrage stellt und auch eben Agrar- oder Landwirtschaft einbettet und zusammendenkt mit Ökosystemen. Gleichzeitig sehen wir oder haben wir auch gehört, wie stark zum Beispiel das Beispiel von Mark Curtis Gelder, Subventionsgelder für eben in dem Fall Düngemittel Subventionen ausgegeben werden. Wir haben in der Europäischen Union auch Milliarden, die ausgegeben werden und nur leidlich mit einer ökologischen Richtung ausgestattet wurden. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands. Wir haben gerade die Diskussion über die Sustainable Development Goals, wo solche Sachen auch drinne sind. Wir haben Konzepte wie zum Beispiel auch die BMZ-Charta, wo auch sehr stark über Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit des Ressourcenschutzes und des Einklangs gesprochen wird. Aber gleichzeitig, was bewegt sich? Wo können wir, und da nehme ich auch nochmal Bezug auf Julia, die im Vorgespräch gesagt hat und jetzt auch gerade nochmal betont hat,
wir brauchen konkrete Unterstützung. Da meine nochmal meine Frage, welche konkrete Unterstützung ist das und welche internationalen Politikprozesse müssen wir anders beeinflussen, um hier eine Veränderung hinzubekommen? Also ich würde gerne erstmal ganz praktisch, ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, dass ich sage, ich wünsche mir Arbeitsgeräte, wo ich mit dem Pferd als Frau mit den körperlichen Bedingungen, die ich habe, was heben und was wuppen kann. Und da fällt mir dann, wenn Sie sagen in Paraguay, dann soll der Bauer sich auswählen, ob er jetzt entweder in der Sonne hackt mit einem schlechten Arbeitsgerät und sehr, sehr mühselig oder ob er zum Glyphosat greift. Wie wäre es denn irgendwie, sich nach einer dritten Alternative umzusehen und gemeinsam was zu entwickeln, was wirklich modern ist, nachhaltig ist und die Arbeitskraft dieses Bauern schützt und seine Situation. Das ist das, was wir brauchen in der Landwirtschaft. Und was mir halt dann auch wichtig ist, ist, dass wir nicht wir kommen mit Konzepten. Menschen haben Konzepte an ganz unterschiedlichen Orten, ganz unterschiedliche Konzepte und ganz unterschiedliche Situationen. Wenn ich nach Syrien fahre als Bäuerin, dann komme ich als Bäuerin und jeder Ort, an den ich fahre und jeder Mensch und jede Region, die ich begegne, haben ganz unterschiedliche Konzepte. Ich propagiere dort nicht den ökologischen Landbau übrigens. Also wenn eine Region oder wenn Landwirte dort mineralischen Dünger zur Verfügung haben und den auch benutzen wollen und sagen, bei uns verrecken die Leute, wir haben nichts zu essen, natürlich machen wir jetzt die Landwirtschaft erstmal weiter, wie wir sie können und wie wir sie gewohnt sind, bin ich die Letzte, die Ihnen sagen wird, ja, ihr macht jetzt aber ökologisch und am besten zertifizierten Anbau. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir eben nicht mit Konzepten aus einer eurozentristischen oder westlichen Perspektive den Leuten im globalen Süden etwas überstülpen und dass wir auch nicht aus der Perspektive der Entwicklungsorganisation oder der NGO oder der Städter den Bauern etwas überstülpen, sondern wir gemeinsam diese Lösungen finden. Und diese Lösungen sind ganz unterschiedlich und dann oft gar nicht so unterschiedlich. Und ein Teil der Lösung ist auch, sich gemeinsam Lösungen zu zeigen. Also an vielen Orten fehlt Bauern auch der Zugang zu Informationen und zu Möglichkeiten und zu Bildung. Ich habe die Frauen erwähnt, sie sagen, es sind nur 50%, andere sagen, es sind 70%. Die Regionen, in die ich fahre, sind die meisten Frauen nicht registrierte Arbeitskräfte. Das heißt, sie haben auch nicht den Zugang zu den staatlichen Bildungsprogrammen. Sie haben nicht den Zugang zu den Informationen, um sich überhaupt Konzepte zu bilden. Und wenn wir zum Beispiel in Syrien arbeiten, wir fahren hin, wir sind vor Ort, wir treffen uns mit den Leuten. Wir haben auch Rahmenbedingungen. Da gibt es jetzt schon keine Regierung mehr in vielen Situationen. Wir haben auch Rahmenbedingungen. Wir haben die Rahmenbedingung, dass es eine Stadt abgeriegelt ist, die ausgehungert wird, wo nichts rein und raus geht. Das heißt, Saatgut muss geschmuggelt werden. Dann dreht das Regime vielleicht noch den Wasserhahn ab irgendwie und es gibt kein Wasser mehr. Das sind beinharte Rahmenbedingungen. Und trotzdem produzieren wir gemeinsam als 15th Garden an diesen Orten seit diesem Jahr unglaublich viel und sehr erfolgreich Lebensmittel. Und zwar mit nachhaltigen, nicht hybrid, nicht gentechnisch verändertem Saatgut. Danke. Und die Rahmenbedingungen, das wollte ich noch eine Sache sagen, sind auch eben, es ist zum Beispiel dort eine Kriegssituation. Ich kann nicht Pestizide und Herbizide in eine Region schicken, wie es jetzt bei diesem Kartoffelprojekt passiert ist, und keine Arbeitsschutzbekleidung dazu liefern. Das geht nicht. Danke, Pierre. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir nicht mehr viel Zeit haben und wir wirklich gerne nochmal das Publikum reinholen wollen. Oder haben Sie, okay, wer will? Oh. Dame? Ja. Oder einfach, nee, hier vorne, wir haben Fishbowl-mäßig. Diejenigen, die was sagen wollen, sind jetzt Experte, einfach nach vorne kommen, hinsetzen und... Ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen kann ich mich da jetzt nicht mehr hinsetzen. Andrea Beste, Büro für Bodenschutz und ökologische Agrarkultur und im Übrigen noch Beraterin der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Ich habe selber internationale Beratung und Fortbildung zum Bodenschutz gemacht und auch Analyse in dem Bereich. Ich habe auch eine Methode entwickelt, mit der man auch in Entwicklungsländern mit wenig
mit wenig Aufwand und ohne Labortechnik Böden beurteilen kann. Ich wollte nur sagen, also diesen Vergleich zwischen mit der Hacke arbeiten in der Sonne und Glyphosat nehmen, das finde ich also gemessen an dem, was wir wissenschaftlich heutzutage schon wissen, also wirklich fast zynisch. Wenn man fluglose Bodenbearbeitung fördert, die in der Regel auch keine besonderen Vorteile für die Böden bringt, ich habe selber in dem Bereich lange gearbeitet und viel dazu publiziert, dann weiß man, dass das Unkraut und auch Schädlingsdruck erzeugt. Der steigt damit an, das ist ganz klar. Es ist auch keine der besten Bodenbearbeitungsmethoden. Fruchtfolge ist da in jedem Fall besser, sowohl für die Bodenbearbeitung als auch für die Eindämmung von Unkräutern und Schadinsekten. Das ist in jedem Fall besser. Das macht der ökologische Landbau im Übrigen. Und da hat es auch was damit zu tun, wie man hier den Boden behandelt. Da geht es um Wurzeln, da geht es um Fruchtfolgen und um Bodenstrukturförderung und so weiter. Also wir können jetzt nicht das eine mittelalterliche mit dem anderen neuzeitlich mittelalterlichen gegeneinander austauschen. Wir müssen schon die agrarökologischen Methoden nutzen in solchen Bereichen und sie auch an solche Bauern weitergeben, die den Kenntnisstand darstellen. Und ich meine, es wird häufig dem Bereich Agrarökologie vorgeworfen, der würde nicht wissenschaftlich arbeiten. Im Gegenteil, die Kenntnisse, die da herrschen, sind viel differenzierter und viel umfassender. Das ist ein wissensbasierter Prozess, gerade auch Ökolandbau ist eine wissensbasierte Praxis und hat nichts damit zu tun, dass ich die Hacke mit dem Spritzmittel austausche. Das wollte ich nur noch mal ergänzend dazu sagen. Dankeschön. Weiterhin Stehimbiss oder als Expertin sich dazusetzen? Konzepte darf man nicht überstülpen, ne? Genau. Also, haben wir ja gerade gelernt. Maria Heubuch, ich war 16 Jahre lang die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und bin nun im Europaparlament für die Grünen. Und vor allen Dingen war ich 35 Jahre lang Milchbäuerin auf einem Mifi-Betrieb im Allgäu. Und nicht nur im globalen Süden werden die Frauen weggewischt. Ich habe 35 Jahre lang morgens und abends die Kühe gemolken und bin aber, wenn man die Arbeitsstunden rechnet, da ich eine vierköpfige Familie versorgt habe, eigentlich arbeitsstatistisch nie in der Landwirtschaft aufgetaucht, weil ich glaube ungefähr ein Viertel pro zu versorgenden Person an Arbeitskraft wird da gerechnet, mal vier, das heißt eine volle Arbeitskraft im Haushalt und meine 35 Stunden plus pro Woche in der Landwirtschaft sind statistisch 35 Jahre lang überhaupt nicht aufgetreten. Also so viel zur Frauenarbeit in der Landwirtschaft und das hier bei uns in Deutschland. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist mir, was mir jetzt stark aufgefallen ist und Herr Brat, Sie haben es eigentlich selber irgendwann in dem Nebensatz gesagt, bei unserer arbeitsteiligen Welt ist es nicht mehr möglich, zum Beispiel den Dünger der Tiere dahin zu bringen, wo eigentlich das Futter herkommt. Und das ist doch ein Grundproblem. Wir haben es geschafft, unsere Landwirtschaft global arbeitsteilig zu gestalten und deshalb brauchen wir die 35 Millionen Hektar, die wir uns erlauben, dazu zu kaufen auf allen möglichen Flächen dieser Welt, auch in Regionen, wo Menschen hungern. Und da müssen wir uns doch überlegen, ist es tatsächlich richtig, in dieser globalen Arbeitsteilung zu bleiben? Ist es richtig zu sagen, wenn wir die Weltkarte hernehmen und sagen, hier ist ein Gunststandort, hier machen wir den Weizen, hier machen wir den Mais und da bauen wir die Sojabohne an und dann schauen wir, wie wir es global hinkriegen. Wir kriegen es nicht hin. Und deshalb hungern einfach immer noch 850 Millionen Menschen, manchmal ist es eine Milliarde, je nachdem, wie sich die Märkte verschieben, weil wir dann auch eine globale Verteilung hinkriegen müssen. Und das haben wir nicht geschafft. Die Nahrungsmittel wären da. Also haben wir doch hier ein gescheitertes System. Und wir müssen uns überlegen, wie wir hier in ein anderes System kommen. Und es geht nicht nur um Ernährungssicherheit im Sinne von genug Kalorien für die Menschen jeden Tag, sondern es geht um eine Ernährungssouveränität. Das heißt, auch zu bestimmen, was sind das für Nahrungsmittel, die ich esse? Muss ich etwas essen, was mir völlig fremd ist, weil das der Weltmarkt gerade mir auf den Teller spült? Oder kann ich das essen, wenn er es überhaupt bis zu mir spült? Ja, zu vielen Tellern spült das gar nicht, der tolle Weltmarkt. Oder müssen wir dahin kommen, dass die Menschen vor Ort das anbauen können und müssen wir sie in die Lage zu versetzen, was ihnen schmeckt, was sie gewohnt sind, was sie vertragen?
und was auch der Jahreszeit entspricht und so weiter. Also da kommen wir zu einer ganz großen Palette an Dingen, die zusammenhängen. Und noch eine Frage, die Energiefrage. Sie haben gesagt, vielleicht kommen wir zur regenerativen Energie, die uns den Dünger herstellt, die dieses Haber-Bosch-Verfahren macht. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja nicht nur weltweit ein Ernährungsproblem, wir haben ja weltweit auch ein Energieproblem. Wir brauchen die Energie für unsere Bewegung, für unsere Fortbewegung, wir brauchen Energie zum Heizen, zum Kochen, für unsere gesamte Industrie und treten hier in Konkurrenz. Also warum nutzen wir die solare Energie, also sprich, wenn wir hier Strom erzeugen, nicht für Dinge, die wir anders nicht regeln können und nutzen für unsere Landwirtschaft die Energie zum Beispiel der Sonne, die Energie, wie wir es im ökologischen Landbau machen, um hier zu vitalen Böden zu kommen. Danke. Herr Praten würde gerne antworten, Birgit auch, aber zwischenzeitlich kann sich doch schon mal jemand noch auf den Stuhl setzen, bitte. Och, Marita kommt. So, Herr Prat. Nee, Sie haben auch noch eins, nicht zu viel. Ich wäre jetzt in der Tat versucht, fast ein Co-Referat zu dem eben Gesagten nochmal in Einzelheiten zu halten. Ich will es verkürzen auf einen Punkt. Zum Stichwort Arbeitsteiligkeit. Zurück zur Subsistenz ist keine Option. Warum nicht? Weil ich der Meinung bin, dass ein großes Gebiet, große Teile der Welt, ich sage Stichwort nur Sahel, sich nie selbst ernähren werden können. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Maßnahmen, die wir brauchen. Und ich fand das einen sehr guten Ansatzpunkt, also die Futtermittel, die hier reinkommen, weil wir können genauso gut hier Leguminosen erzeugen. Bei uns nur im globalen Wettbewerb sind die einfach viel zu teuer, ja? Und werden unter Bedingungen produziert, wie wir es heute sehr schön von Walter Penge gesehen haben, unter Bedingungen, die bei uns hier in Europa, sage ich mal, gar nicht zugelassen werden, abgesehen von den Pestiziden, die bei uns nicht zugelassen sind und die großen Anbauflächen, die da einfach gerodet werden, was bei uns in diesem Maße auch nicht mehr möglich ist, sage ich mal so. Aber ich finde, das ist eben wichtig, finde ich, da könnte man Maßnahmen ergreifen, dass wir sagen, es gibt Standards, die wir hier für unsere Landwirtschaft haben, die auch für die Futtermittel, die wir für unsere Fleischproduktion brauchen, mindestens eingehalten werden müssen. Ja, das wären für mich Maßnahmen, die man einsetzen kann. Oder auch, sage ich mal, sagt hier, die Tierhaltung ist viel, viel mehr an die Fläche gebunden, an die Futterfläche, die zur Verfügung steht, um dann eben auch solche Sachen zu vermeiden wie eine Überproduktion der Nährstoffe, also der Gülle, die dann auf zu wenig Fläche ausgebracht wird. Also das wären Maßnahmen, die man politisch ganz klar regeln könnte und die aus meiner Sicht dann, sage ich mal, gleichzeitig agrarökologische Maßnahmen mehr unterstützen würden, weil sie vom Preislichen her lukrativer wären. Danke. Ich würde gerne gleich Marita reinholen, aber schon mal auch Herrn Krall bitten, sich zu überlegen, die Bundesregierung hat ja letztendlich über zum Beispiel die Sonneninitiative Eine Welt ohne Hunger massiv sozusagen eine Richtung vorgegeben. Und da würde es mich interessieren, inwieweit die wirklich auch die Sonneninitiative, die ja jung ist und damit stehen und alles noch nicht so ganz klar ist, aber die GIZ letztendlich da ja auch eine tragende Rolle haben wird, wie die sozusagen die Idee der Agrarökologie vorantreiben kann. Ob das sozusagen erstmal kommt Frau Wiggerthale. Ob das sozusagen eine gelungene Umsetzung von neuen politischen Ideen ist. Erstmal Marita. Vielen Dank. Ich würde, ohne dass ich jetzt eine Debatte über die German Food Partnership halten möchte, eine Anmerkung kurz dazu machen, weil Sie uns ja auch nochmal eine Richtigstellung davor genommen haben und dann nochmal auf die Bodenfruchtbarkeit und Boden wieder zurückkommen. Also, bei der German Food Partnership ist es in der Tat so, dass es genau die Gelder, so wie Frau
und wie sich es ausgesagt hat, 80 Millionen angekündigt wurden, die für diese PPPs zur Verfügung gestellt werden sollten. 20 Millionen hat das BMZ angekündigt, diese Mittel sind noch nicht ausgeschöpft. Im Moment sind es ungefähr 6 Millionen. Es stimmt, dass es jetzt keinen Scheck gibt, den Bayer und BASF bekommen, aber es stimmt auch natürlich, und das war ja auch unsere Kritik, dass damit eine Art von inputintensiver industrieller Landwirtschaft gefördert wird und es natürlich offensichtlich ist, dass Unternehmen wie Bayer und BASF natürlich ein ganz dezidiertes Interesse auch daran haben, ihre Pestizide zu verkaufen und dass sie ihnen damit irgendwie auch weitere Marktmöglichkeiten erschließen. So. Mehr, damit können wir das Thema jetzt vielleicht auch beiseite lassen. Ich würde gerne nämlich eben auf diese Sonderinitiative gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger. Positive, eine gute Sache, weil die Hungerbekämpfung ganz oben auf der Agenda des BMZ steht. Es gibt viele unterschiedliche Maßnahmen, die das BMZ da plant, unter anderem, und da hätte ich gedacht, dass Sie das vielleicht von sich aus auch schon noch mal stärker in den Vordergrund stellen, ja auch eine Initiative zur Rehabilitierung der Böden, die, wie mir gesagt wurde, auch von der GIZ aus, genau, Sie haben die Frage gerade bekommen, also dass es da auch eine sehr große Nachfrage in den jeweiligen Ländern auch gibt, weil es massive Land-, also Bodenprobleme einfach in diesen Ländern gibt. Von daher scheint, also ne, ist das ja auf jeden Fall etwas, wo das BMZ auch positiv darauf reagiert und entsprechend auch Angebote macht. Und ich glaube, das, was wir uns halt wünschen würden, ist, dass es nicht nur die Bodeninitiative ist, die sich um Boden kümmert, sondern dass das praktisch in allen landwirtschaftlichen Programmen, die das, die GIZ macht und Entwicklungsprojekte durchführt, dass immer die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Und wir verstehen halt nicht, warum beispielsweise bei den Grünen Innovationszentren, was das mit Abstand größte Einzelvorhaben der Sonderinitiative ist, warum da bis auf ein Land von dem, was wir wissen, in den Länderkonzepten steht, die Frage der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit aber auch gar keine Rolle spielt. Oder die Anpassung an den Klimawandel. Wir haben es heute Vormittag gehört, was das für einen wahnsinnigen Unterschied macht, was die Wasserhaltefähigkeit von Böden angeht, auch die, dass die Wurzeln stärker in den Boden gehen. Dadurch sind sie weniger anfällig, wenn es irgendwie Stürme und Gewitter gibt. Also es gibt wahnsinnig, auch aus einer Klimaperspektive, eine ganz große Herausforderung, wirklich auch in Richtung agrarökologischer Anbauverfahren zu gehen. Und trotzdem werden diese Aspekte bei den Grünen Innovationszentren nicht berücksichtigt. Und wir uns vielmehr wünschen, dass es nicht so eine Silo-Initiativen sozusagen gibt, hier der Boden, da die Grünen Innovationszentren, sondern dass es viel stärker integrierte Ansätze gibt und das einfach durch die Bank weg immer mit berücksichtigt wird. Jetzt dürfen Sie auch, weil es ja auch auf Ihrem Zettel steht, auch was sagen. Dankeschön. Er war ja auch gefragt. Ja. Ne? Also ich möchte zwei Sachen noch vorweg sagen, damit ich hier nicht irgendwie als Buzelmann in bestimmten Dingen stehen bleibe. Das, was ich vorhin zu den Frauen gesagt habe, das ist nicht, dass ich mir wünsche, dass so und so viel Prozent Frauen in der Landwirtschaft tätig sind. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ich gerade von einer wissenschaftlichen Untersuchung gehört habe, die sagt, das kann man so pauschal nicht stehen lassen. Das ist länderbezogen sehr unterschiedlich. Und wenn man es weltweit sieht, sind es wahrscheinlich nur 50%. Ich bin da nicht irgendwie voller Emotionen dafür. Ich sage das nur, man muss auch solche Sachen sich anhören und sagen, gucke ich mir das mal an. Von mir aus vergessen wir das wieder, sind 70%. Die zweite Sache mit den Herbiziden, wir reden über ein Konzept, das relativ breit ist, auch bei Olivier Deschutter, auch dort kommen Herbizide vor. Das ist einfach nur so, Herbizide ist nichts Böses. Das sind im Vergleich zu den Pestiziden relativ harmlose Produkte. Die sind nicht besonders toxisch, humantoxisch, überhaupt nicht. Das in Deutschland 94% der Landwirtschaft verwendet Herbizide und ich sehe aber eine steigende Lebenserwartung in Deutschland. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Das gehört zu einem breiten landwirtschaftlichen Ansatz dazu. Jetzt zu der Sonderinitiative. Was uns sehr gefreut hat, dass Minister Müller die Landwirtschaft wieder ganz oben
aufs Tapet gehoben hat und gesagt hat, ich möchte die Landwirtschaft fördern, das ist wichtig. Das fanden wir toll, weil seit den Anfang, Mitte der 80er Jahre ging die Förderung der Landwirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur in Deutschland immer weiter runter. So, jetzt hat er da seine Idee mit dieser Sonderinitiative gehabt, die allerdings nicht nur diese Zentren umfassen, sondern auch ein Globalvorhaben Boden, ein Globalvorhaben Ernährungssicherung und eines zu Landmanagement/Landgrabbing. Also das sind drei verschiedene Sachen. Das im Moment finanziell am stärksten geförderte, ich sage im Moment, das kann sich ändern, sind diese sogenannten grünen Agrarinnovationszentren. Bei denen darf man sich nicht vorstellen, dass das Zentren sind, sondern das ist Geld, was in existierende EZ-Maßnahmen reinfließt und was ganz unterschiedliche Dinge fördert. Und da geht es sehr viel um Ausbildung, Fortbildung, Trainings und solche Geschichten. Und in diesen wiederum kommen natürlich auch agrarökologische Themen vor. Das ist aber von seinem ganzen Setup nicht gemeint als ein Projekt, was jetzt irgendwie agrarökologische Maßnahmen bei Kleinbauern draußen macht, sondern es wird dort, werden dort Innovationen generiert oder Innovationen, die vorhanden sind, versucht an die Kleinbauern zu bringen. Und da müsste man jetzt mal ganz genau reinschauen, was in diesen verschiedenen Ländern passiert. Das sind 12 Länder. Ich habe eine große Tabelle mit, kann ich Ihnen gerne dann zeigen. Aber das ist nicht so, dass da eine Chance verpasst ist. Man muss ja auch sehen, dass der Minister gesagt hat, es wird jetzt jährlich über 1 Milliarde Euro in diesen Bereich ländliche Entwicklung, Landwirtschaft investiert. Demgegenüber ist das relativ wenig, was da in diese Sonderinitiative fließt. Und uns ist es wichtig, dass überhaupt der Minister sich so zu der Landwirtschaft bekennt. Und er spricht ja immer vom Erhalt der Schöpfung. Ich als säkulärer Mensch und Biologe würde jetzt das Wort Schöpfung nicht so gebrauchen, aber im Prinzip ist es ja ein ökologischer Ansatz, den er da fährt. Und das unterstützen wir voll. Ich hatte die Frage nach wirklich den notwendigen politischen Veränderungen nochmal in den Raum gestellt. Wir haben noch 12 Minuten Zeit und dann machen wir jetzt Schluss hier. Nur um ein bisschen um den Druck aufzubauen, dass vielleicht doch noch sich Menschen nach hier vorne... Ja, na dann, bevor wir lange reden, dann kommen Sie her, dann sagen Sie was. Ne? Ich finde, die ganze Diskussion wabert so ein bisschen. Es geht von einem Themenfeld zum anderen. Der eine sagt, Nitratdüngung ist ganz toll und das hilft und da können wir mehr ernten. Und dann sprechen wir plötzlich über die Frauen in Syrien. Was jetzt keine Kritik ist, ist ein wichtiges Thema alles. Okay. Ich würde es gerne konkretisieren wollen, um zumindest auf einem ganz kleinen Themenfeld mir selber eine Meinung bilden zu können. Thema Kunstdüngung. Da würde ich gerne noch mal ganz konkret die Argumente hören, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich das richtig verstanden habe, Kunstdüngung plus organische Düngung. Ich höre immer das Argument, es laugt den Boden aus. Da würde ich gerne einfach mal hören, was die Experten dazu sagen, damit ich mir wirklich an einem konkreten Beispiel mal endlich meine Meinung bilden kann und nicht irgendwie so ein Gewaber habe. Wunderbar, aber das wirklich jeder eine Minute. Ganz kurz, das ist ein wunderbares Beispiel. Kunstdünger, wo kommt das her? Das hat eine etymologische Wandlung vollzogen. Das kommt her ursprünglich von der Kunst, aus der Luft eben pflanzenverfügbaren Dünger zu machen. Da ist der Begriff entstanden. Er hat in den 60er Jahren die Wende vollzogen oder den 70er Jahren hin zu künstlich und künstliches negativ besetzt. Das zum Wort Kunstdünger. Der zweite Punkt ist, die Aufnahme durch die Pflanze ist in Nitrat mineralischer Form, egal ob die aus dem Düngersack kommt, aus dem Nitratdünger aus der chemischen Industrie oder ob er aus dem Kompost umgesetzt wird. Es ist Nitrat, chemisch exakt dasselbe, was aufgenommen wird. Zweiter Punkt, das war die Frage, Moment, jetzt laugt es die Böden aus. Da könnte ich Ihnen jetzt, ich habe als Backup-Folie dabei, ich will sie nur kurz sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bodenfruchtbarkeit hat zugenommen und wenn Sie sich ein Bodenprofil angucken, ich habe ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, über 70 Jahre hin hat sich die humose AP-Horizont des Bodens für die Bodenkundler quasi verdoppelt bei konventioneller mineralischer Düngung mit natürlich einer gewissen organischen Anteil über Pflanzenrückstände und so weiter. Wunderbar. Aber verbessert, deutlich. Wunderbar. Und nicht ausgelaugt, okay. Wenn es richtig gemacht wird. Die Minute ist lang vorbei. Reaktion? Nö, wer sich genötigt fühlt und was dazu sagen will.
Ich würde gerne, anstatt jetzt nochmal wissenschaftlich die Gegenargumente zu bringen und andere wissenschaftliche Studien zu sagen, der Boden ist ein lebendiger Organismus. Der Boden kann viel mehr, als die Wissenschaft überhaupt erklären kann. Also wenn wir das Wort Humus nutzen. Die Wissenschaft kann immer noch nicht belegen, sie weiß genau, welche Inhaltsstoffe am Anfang stehen, ob es Laub ist oder Stroh ist oder was auch immer, das kann man chemisch natürlich nachweisen. Man weiß, was am Ende da ist, aber der Prozess dahin, den kann uns die Wissenschaft immer noch nicht erklären. Da passiert etwas in diesem Boden, was wir noch nicht richtig greifen können. Und das ist, und der Boden hat Mobilisierungskräfte, um Nährstoffe auch wieder zu remobilisieren aus den Tiefen heraus. Und dieses Gefüge, diese Fähigkeit des Bodens muss ich nicht unbedingt bei mineralischer Düngung zerstören. Und leider ist es in der Praxis so, dass wir sehen die kaputten Böden um uns herum. Also ich meine, jeder weiß es. Und es stimmt, es gibt Momente, wo eine kurzfristige mineralische Düngung mehr organischen Auftrieb verursacht, das heißt vielleicht auch mehr Wurzeln produziert und damit auch mal ein bisschen mehr organisches Material kurz. Aber das ist nichts Langfristiges. Vor allem wird die Mobilisierungskraft des Bodens und die Haltefähigkeit des Bodens zerstört, nachhaltig. Gut, also ich glaube, dass wir die Frage oder das Anliegen vielleicht nicht so richtig befriedigen konnten in dem Zusammenhang. Ich würde sagen, da ist nochmal eine gesonderte Debatte möglich und nötig. Ich möchte die letzten 10 Minuten in der Diskussion wirklich jetzt dafür nutzen, um nochmal konkret nachzufragen, Sie haben jetzt ein Jahr Zeit, Sie sind Ministerin, Minister, entweder Landesminister oder... Mir geht es jetzt einfach darum, wenn Sie ein Jahr Zeit hätten, was sind die Maßnahmen, die Sie durchführen würden, jeweils wo Sie gerade arbeiten, auf welchem Niveau, um agrarökologische Konzepte stärker in den Bereich reinzubekommen, wo sie arbeiten. Sei es wirklich in Projekten der GIZ, sei es in die Frage in den Mitgliedsunternehmen, sei es wirklich in Brandenburg bzw. Syrien oder in Argentinien oder wo der WWF arbeitet. Ich würde jetzt gerne mal konkret dazu eine Aussage haben. Dann sind wir durch und Sie können nach Hause gehen. Sie dürfen anfangen. Ein Satz, ganz verkürzt, natürlich gibt es einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Ich würde versuchen, die Agrarforschung, insbesondere an der Stelle Pflanzenernährung, die massiv zurückgegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, wieder zu revitalisieren, damit wir in der Nährstoffeffizienz wesentlich weiterkommen. Ich habe das Gefühl und ich habe den Eindruck, da liegen wahnsinnige, ungenutzte Potenziale noch brach. Wow, das war kurz. Ich möchte in Brandenburg, dass an den Berufsschulen Referentin der Agrarökologie sind. Ich möchte, dass dort keine Unterrichtsmaterialien mehr hängen, die von Syngenta und so weiter gesponsert sind und der Unterricht nur in diese Richtung und aus dieser Perspektive läuft. Ich möchte Agrarsubventionen, die nicht pro Hektar, sondern pro Inhalt verteilt werden. Das heißt für Arbeitskräfte schaffen, für nachhaltiges Wirtschaften und nicht für Flächengröße, weil dann kann ich mich auch darauf konzentrieren, wirklich gute Dinge auf meinem Betrieb zu entwickeln. Ich möchte für Syrien euch alle fragen, dass ihr mit euren Fähigkeiten das Netzwerk unterstützt. Wir bauen gerade in 3 verschiedenen Regionen in Syrien Saatgutvermehrungsstationen auf und in den Anrainerländern außenrum. Wir entwickeln Techniken, um in Flüchtlingslagern außenrum Landwirtschaft zu machen und Lebensmittel zu produzieren. Wir brauchen Umstellungsberaterinnen, die gewillt sind, weil egal, ob wir jetzt Biolandbau propagieren oder nicht, die Leute sind in der Situation, es ist jetzt biologische Landwirtschaft, weil es kommt kein Düngemittel mehr an. Und man kann nicht diese Mengen Wasser pumpen. Das heißt, wir brauchen einfach Leute, die wirklich aktiv werden. Und ich glaube, in der bäuerlichen Bewegung haben wir genug. Und ich möchte gerne, dass die großen Entwicklungshilfeorganisationen zu uns kommen und uns fragen, und damit meine ich uns dann in dem Fall Syrien oder in Paraguay, wir als bäuerliche Bewegung, und uns fragen, welche Konzepte wir haben wollen und sich überlegen, wie sie die unterstützen können und ansonsten sich aus der Landwirtschaft raushalten. Weil sonst freue ich mich nicht, dass sie sich die Landwirtschaft auf ihre Fahne geschrieben haben. Ich habe ja schon einiges gesagt und einiges wurde auch gesagt, das muss ich jetzt nicht noch wiederholen. Für mich ist auch die Bildung sehr, sehr wichtig. Also, und dort im Bereich Landwirtschaft die Zusammenarbeit zwischen Ökologie
und Landwirtschaft. Und ich finde, da können wir uns auch als Naturschutzorganisation selbst eine Scheibe abschneiden. Ich finde, wir haben da auch einen Auftrag, und zwar gemeinsam mit der Landwirtschaft zu arbeiten und da Lösungen zu entwickeln und nicht immer nur die Landwirtschaft als den bösen Treiber zu sehen, der die Wälder abholzt, sondern versuchen, gemeinsame Lösungen dort zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt die. Und in dieser Hinsicht auch durchaus dann solche Aussagen, da muss ich schon noch mal kurz was dazu sagen, Herbizide sind nicht ganz so schlimm. Im ökologischen Kontext, im Ökosystem an sich sind sie durchaus schlimm und vor allem Totalherbizide, die einfach gar nicht unterscheiden, was da grün ist, sondern einfach alles abtöten. Das ist aus einer ökologischen Sicht einfach nicht vertretbar. Danke. Herr Krall, wollen Sie? Ich trete jetzt aber nicht mehr in die Herbizid-Diskussion ein, das können wir nachher noch machen. Nein, wir bewegen uns als GIZ zwischen zwei Politiksystemen. Deswegen ist die Frage, was würde ich machen, wenn, nicht so einfach zu beantworten. Wir haben auf der einen Seite Deutschland, das BMZ, als unseren Hauptauftraggeber, den wir beraten, auch in Fragen, wie soll man Landwirtschaft betreiben, beraten wir das BMZ. Und wir müssen sagen, das BMZ vertritt ein Konzept der ökologischen, ressourcenorientierten Landwirtschaft, das dem Konzept der Agrarökologie entspricht. Das ist so. Und jetzt versuchen wir wiederum dieses System mit den Partnerorganisationen und Regierungen, wo wir tätig sind, in Schwellen- und Entwicklungsländern, nahezubringen. Und da sind wir mal erfolgreicher und mal weniger. Es gibt sehr selbstbewusste Länder wie Äthiopien, die sagen, wir haben unsere Idee von Landwirtschaft. Da kommen wir gar nicht rein. Da werden wir im Zweifel auch mal irgendwie wird mal ein Kollege ausgewiesen, weil er irgendwas gesagt hat, was den Partnern dort nicht gefällt. Das heißt, dort ist unser Einfluss begrenzt. Und in diesem Spagat bewegen wir uns. Das heißt, ich muss im Moment sagen, als GIZ, wir kriegen vom BMZ eine sehr gute Unterstützung, auch vom Konzept her. Und wir versuchen das umzusetzen, was aber dann wiederum nicht immer geht. Und diese Souveränität der Länder, die müssen wir akzeptieren. Dann nützt es auch wenig, wenn wir sagen, wir fragen ihre Organisation. Wir fragen sehr viele Leute. Aber in erster Linie sind es die Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn die was anderes wollen, dann können wir sagen, wir machen das Projekt nicht. Das können wir. Oder wir machen es eben schon auch nach den Bedürfnissen der Leute, die das sich so wünschen. Und das sind auch Kleinbauern. Es ist nicht so, dass wir die nicht fragen. Insofern, das ist unser Konzept. Und im Übrigen noch einen Hinweis. Diese Push-and-Pull-Methode, die hier so groß dargestellt worden ist, wir haben das ICP über viele Jahre und immer noch mit Millionen unterstützt. Also da auch solche Verfahren der Agrarökologie, die hier immer wieder genannt worden sind, basieren auf dem Geld, was vom BMZ gekommen ist. Marita, du warst so clever, genau, nach hier vorne zu stürmen. Also bin ich einfach sitzen geblieben. Da nutze ich einfach die Gunst der Stunde. Das mit dem Fragen von Kleinbauern und Kleinbauernorganisationen sollte die GZ vielleicht ruhig noch ein bisschen häufiger machen, weil unserer Wahrnehmung nach, also das weder bei den Grünen Zentren ganz systematisch erfolgt ist, noch bei der bei der German Food Partnership, noch bei der neuen Allianz. Also da gibt es schon noch mal erheblich Handlungsbedarf. Aber es ist ja schön, wenn Sie das wichtig finden. Genau, und auch im Hinblick auf eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft ist es gut, dass das erstmal vom BMZ als die Stoßrichtung anerkannt wird. Aber ich würde sagen, von diesem Paradigmenwechsel Richtung Nachhaltigkeit, was Minister Möller propagiert, da sind wir also meilenweit von entfernt. Ich kann nicht erkennen, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt. Und ich wünsche mir zum einen erstmal, damit wir auch ein bisschen das vielleicht nochmal sachlich fundierter diskutieren können, dass Sie mir vielleicht eine Aufstellung machen für die einzelnen GIZ-Projekte im Bereich der Landwirtschaft, welche Anbauverfahren da zur Anwendung kommen, inwieweit das agrarökologische Anbauverfahren, Bodenkonservierung, gibt es ja eine ganze Menge unterschiedliche Sachen, und dann haben wir vielleicht auch eine bessere Grundlage, uns darüber zu unterhalten. Die Bodeninitiative scheint mir auf jeden Fall eine gute zu sein, von daher würde ich das erstmal nochmal gern Mainstream und im Jahr des Bodens auf jeden Fall auch da ein ganz großes Ausrufezeichen hintersetzen, dass wir uns dafür stark machen. Und
Und dann wollte ich letztendlich nochmal gerne alle dazu aufrufen, auch am Samstag auf die Straße zu gehen, zur Wir haben es satt Demo gegen Massentierhaltung, gegen die industrielle Landwirtschaft, gegen TTIP und für die Agrarwende, für eine ökologisch und sozial nachhaltige Landwirtschaft, die Neuausrichtung, die der Weltagrarbericht schon vor Jahren gefordert hat. Und in diesem Sinne, vielen Dank auch von meiner Seite schon mal, was Matthias bestimmt jetzt auch nochmal sagt. Ja. Fluch und Segen der Moderation ist es, keine wirklichen Statements zu machen. Fluch ist, weil ich es oft machen wollte, und Segen ist, dann muss ich es mir nicht überlegen. Ich möchte im Namen von Oxfam Deutschland, der Heinrich-Böll-Stiftung und WWF Deutschland allen danken, dass sie hier waren, sich für dieses Thema beschäftigt haben. Wir werden das sicherlich von unserer Seite als Organisation auf der Agenda halten und weiter diskutieren. Als Beispiel für WWF kann ich nur sagen, dass wir jetzt ganz konkret, und da auch, es ist ein BMZ-finanziertes Projekt, zusammen mit unseren sambischen Kollegen genau zu agrarökologischen Fragestellungen und Nachernteverlusten konkret die nächsten Jahre arbeiten werden. Herzlichen Dank. Ich würde mich auch anschließen, dass wir uns wahrscheinlich am Samstag einige sehen werden. Und ich möchte aber vor allem jetzt den Referenten danken und den Mitdiskutierenden, dass sie heute hier waren und sich kontrovers geschlagen haben. Und herzlichen Dank dafür. Das war schon müde. Ich glaube, wir sind alle wirklich fertig von der Veranstaltung. Und im Namen von Christine Chemnitz, die jetzt nicht mehr dabei sein konnte von der Heinrich-Böll-Stiftung, möchte ich dem Team um Ilka hier von der Böll-Stiftung danken, dass das alles so reibungslos und toll geklappt hat. Hier komme ich immer wieder gerne hin, um so eine Veranstaltung zu machen. Und den Übersetzerinnen für ihre wahnsinnig ausdauernde und qualitativ hochwertige Arbeit. Herzlichen Dank auch Ihnen. Ende aus und over. Tschüss.